So, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar ist es Limbo. Was ist Limbo? Ja, Limbo, nicht der Tanz. Nein, es ist ein Arcade-Spiel für die Xbox 360. Und ich werde es jetzt für euch Let's Playen. Es ist nicht blind, ich habe es schon durchgespielt, ja. Es ist ein wunderschönes Spiel für die Xbox 360. Kann man sich runterladen. 1200 Points. Ja, ich weiß, ist viel. Aber naja, egal. Wir spielen ein neues Spiel und ich würde sagen, ja, was kann ich dazu dem Spiel sagen? Es ist sehr schöne Grafik. Es ist schwarz-weiß, komplett in schwarz-weiß gehalten. Das gefällt mir am besten. Dieser Grafikstil. Ja, ist mir doch egal. Okay. Wir starten. Das Spiel fängt direkt an. Story: Dieser Junge, den wir spielen, sucht nach seiner Schwester. Und er liegt da auf dem Boden schon, wie man sieht. Er öffnet da seine Augen. Und das ganze Spiel ist so. Dunkel. Schwarz-weiß. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Mehr gibt es nicht zu sagen. Wir steuern ihn. Mit dem Analogstick können mit A springen und mit B können wir Sachen festhalten und bewegen und so weiter und so fort. Und dann bewegt man sich durch dieses Spiel. Ja. Und muss aufpassen, dass man nicht stirbt. Zum Beispiel hier diese Grube, da sind Stacheln. Dann passiert sowas. Sollte man nicht machen. So, springt man hier rüber. Zack. So, wunderbar. Und hier sieht man schon, da ist so ein Henkelgriff gedönst. Das kann man ziehen. Mit B natürlich. Ist klar. Und dann klettert man hier hoch. Und falls ihr euch jetzt wundert, hey! Mann, Alter, da ist überhaupt kein Ton. Ja, das Spiel bietet 0,0 Ton. Es lebt von seiner Einsamkeit. Von seiner Traurigkeit, von seiner Depressivheit. Wie Chainsaw Man 16 jetzt sagen würde. Nein, eigentlich sag ich das, aber egal. Und wir fahren jetzt mit dem Boot. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Eine Bootsfahrt, die macht Spaß. So. Es ist so depressiv. Wo sind wir hier eigentlich? Man weiß es nicht. Es ist halt der Limbo, wo wir sind. Junge, Junge, komm bald wieder. Und der Junge kann nicht schwimmen, ne? Deshalb fahren wir ja mit dem Boot. So, jetzt zeige ich euch was. Hier, eine Stelle. Wir kommen so nicht da hoch. Macht man das also? Natürlich. Mit dem Boot. Wir ziehen ihn uns an Land. Und, können so dann nach oben. Das Ganze erinnert mich ganz stark an Knit. So ein bisschen. Sollte man sich mal angeguckt haben. Bei Coca. Coca Cabana. Kohle Banane. Kohle Banane. Ha! Nein, gut. Ja, und das Spiel, es ist halt ein 2D-Spiel, es ist schwarz-weiß und es besteht eigentlich mehr aus mehreren kleinen und großen Rätseln, die nicht immer ganz schlüssig sind. Aber, das da unten, aber hinterher Sinn ergeben, wenn man sich ein paar Mal dranhängt. Hier zum Beispiel, das ist eine Bärenfalle. Da sollte man auch ganz stark aufpassen, einfach drüber springen. Sonst ganz schnell ist der Kopf ab, wenn man nicht aufpasst. Ich bin schon sehr oft gestorben in dem Spiel. Das hier zocke ich es immer, wie das Rätsel gedacht ist. Also, ja, ist ein normaler Mensch. Wie man sieht, machen würde. Am Anfang überlegt man ja auch, hä, wie komme ich jetzt da oben dran? Man sieht, das ist irgendwie so und unten dieses Teil hier, das ist total schwer und so. Deswegen zieht man die Bärenfalle direkt unter dem Kadaver.
springt an das Seil. Die Last ist ab. Und wir können rüber. Klingt komisch, ist aber so. Das ist wunderbar, das Spiel. Ich liebe es. I love it. Sowas sollte man öfters... Oh, jetzt kommt was ganz Böses. Achtung, Stein. Da muss man aufpassen. Am Anfang... Ich bin so oft gestorben in dem Spiel. Manches ist wirklich nicht ganz... Zumindest am Anfang nicht schlüssig, wie man manches Rätsel angehen soll. Vor allen Dingen hinterher, wenn es mit Strom und so kommt, da ist man schon manchmal verwirrt. Da oben sieht man wieder so eine Liane. Kommt man auch wieder nicht dran. Eine Kiste. Die kann man natürlich schieben. Wie wir alle wissen, wie ich es euch gesagt habe, kann der Junge nicht schwimmen. Die Kiste können wir nicht so weit reinschieben. Zum Beispiel als, weiß ich nicht, Sprunghilfe benutzen. Nein, das geht nicht. Wir schieben die Kiste zurück. Klettern hier hoch. An das Seil dran. Wir können auch mit dem Seil schwingen. Das wäre, glaube ich, am schlausten. Erstmal. So. Zack. Klappt wunderbar. Schwesterliebe, Geschwisterliebe. Und dann schiebt man einfach diesen Baumstamm runter. Boah, mega Kräfte. Und mit diesem Baumstamm kann man dann... ja, wie soll ich es jetzt sagen? Über den Tümpel. Sehr gut gemacht. So, nicht so viel ins Wasser, sonst ersäuft man. Hätten wir auch. Einfach noch alle simpel. Ganz easy. Da oben ist eine Bärenfalle, wie man sieht. Und nun ja, was ist das? Oh mein Gott, es sind Spinnenbeine. Whoa. Was müssen wir machen? Ja, wir müssen erstmal so ein Spinnenbein locken. Bis es das macht. Und dann ganz schnell weg. Und durch die Erschütterung. Es macht, also dieses Spinnenbein, fällt oben die Bärenfalle runter. So, wieder weg. Man kann sich schon fast denken, was man jetzt machen muss. Man muss das Spinnenbein in die Bärenfalle locken. So sieht's aus. So macht das Spaß. Und dann wollen wir mal machen. Gut. Spinni, Spinni, Spinni. Komm, 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 komm. Ah, das tat weh. God damn it. Ja, das Spiel ist ziemlich brutal für seine Art. Zack. Und jetzt greift er mich direkt wieder an. Zack. Das war klar. Am Anfang auch drauf reingefallen. Oh. Okay. Komm, 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 komm. Und zack. Kaputzki. Jetzt rennt die Spinne ein bisschen weg. Ich hab Angst. Nein, hat sie nicht. Aber egal, 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 egal. Ich hoffe, ihr erkennt genug. Das ist ziemlich dunkel, das Spiel. Wie man sieht, es wird immer dunkler. Aber dieser Kontrast, der müsste eigentlich da sein. Man erkennt zumindest die Augen des Jungen. Und so ein paar Sachen im Hintergrund. Und hier sieht man schon... Fuck, Spinnen, Weben. Ekelhaft. Ich steck fest. Oh nein, ich steck. Oh nein, und da kommt sie auch. Die Spinne. Spinne. Oh oh. Oh oh. Was macht sie mit mir? Ich bin doch nur ein kleiner Junge, der auf der Suche nach seiner Schwester ist. Und er spinnt mich ein. Die spinnt mich ein. Die Spinne spinnt mich ein. Ja, danke. Und jetzt müssen wir uns hier rausbefreien. Einfach bewegen, wie so ein Bekloppten. Bevor sie kommt und uns auffressen will. Ich friss dich auf. Ich friss dich auf. Gut. Abhauen.
Wir wehren uns mit allen Kräften. Der wird die Spinne sagen. Ha, siehst du, du bist doch nicht besser wie wir. Oder sieht man schon, das ist auch aufgemacht ein bisschen wie so ein alter Film. Und das war schlecht, da hätte ich springen müssen. Die Checkpoints sind recht großzügig gesetzt. Damit ja kein Frust aufkommt, denn das kann es manchmal. Zack, okay. Yay. Ach, verdammt. Okay. Okay, nicht mit gerechnet. Doch, eigentlich schon. Hätte ich mit rechnen müssen. Okay, da müssen wir jetzt gegenbumsen. So. Und schnell wieder zurück. Zurück. Oh, shit. Am Anfang lässt man sich natürlich auch von dem Baumstumpf zerquetschen. Ist klar. Macht natürlich Spaß. So, hier muss man den Stein ins Rollen bringen. Immer so ein bisschen vor. Dann zurück. So. Und natürlich, was kommt? Mit ihren ekelhaften langen Beinen behaarte. Ah, fuck. Ich wollte eigentlich rüberspringen, bevor sie mich aufspießt mit ihren langen, behaarten Beinen. Ich meine, die tötet einen, wenn man zu lange da rumhüpft. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Na gut. Okay, mal schauen, wie wir das machen. Ein bisschen schneller, Junge. Junge. Der hat eigentlich keinen Namen. Das erinnert mich auch ein bisschen an A Boy in His Blob. Blöck. Genau. Junge, steh auf. Jetzt haben wir so ein bisschen so ein Fetzen noch am Kopf hängen. Was ist das? Es ist der Mann, der am Galgen hängt. Oh shit, das war dumm von mir. Wie mache ich den jetzt nochmal? Ach so, okay. Ja. Man sieht ja schon, das Spiel geizt nicht mit seinen Splatter-Effekten. Kopf ab ist das geringste Problem. Und dann geht's wieder los mit dem Klettern. Yay. Okay, an Baumstämme entlang. Ist doch klar. Okay, das hier ist auch nicht gerade. Aber doch war ganz easy eigentlich. So. Okay, verwirrt? Ach nee, doch nicht. Oh, wow. Okay, daran habe ich fast nicht mehr gedacht. Okay, und ein Roboterbein. Roboterbein. Hey, was willst du von mir? Geh weg, Roboter-Spinnenbein. Okay. Aha, da war einer. Ein Mensch. Was machen Menschen hier? Andere Menschen. Sind das überhaupt Menschen? Nun ja, man wird es nie erfahren. Ich mache hier einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal.